Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir sind gerade hier an der, ich glaube, es war die Dorfbrücke, wenn ich mich recht erinnere. Genau, die Dorfbrücke. Und wir waren hier unterhalb schon und haben hier ein paar Trainer bekämpft. Und jetzt geht es hier oben lang. Hier sind so ein paar Häuser, wo wir natürlich reingehen werden. Und jo, ach du liebes bisschen, dein Pokémon-Team sieht ja völlig entkräftet aus. Oh, eine Heilung, ja, nice, eine kostenlose Heilung, das nehmen wir doch gerne an uns. Mal wir ja auch im letzten paar sehr harte Kämpfe wieder hatten, da die Trainer extrem stark sind. Allerdings, wenn wir bei der nächsten Stadt, das war, glaube ich, Drake City oder irgendwie so, bin Drake City oder irgendwie so hieß die, angelangt sind, werden wir da nicht gleich weitermachen, sondern wir gehen direkt auf die nächste Route, beziehungsweise nicht auf die nächste Route, sondern auf eine andere Route, Route 14. Von Ondula südlich. Weil da waren ja auch noch mal ein paar Trainer und generell so ein bisschen was zu erkunden. Da können wir auch noch mal ein bisschen trainieren. Ich werde alle Brücken der Einhalregion überqueren, von Ondula bis zum Unterseetunnel. Ich kann es kaum noch erwarten. Okay. Interessant. Was also tun? 2 Jahre suchen wir jetzt schon etwas Passendes. Wollen wir uns hier niederlassen? Warum nicht? Wir wissen ja schließlich nicht, wenn das Landhaus in Ondula fertig wird. Ja, niederlassen ist bei manchen immer so eine Frage. Kann man hier so rein, wenn man hier in die Mitte? Nö. Okay. Ein letztes Haus. Wo nichts drin ist. Moment mal, was? Ah, das ist da hinten ein Trainer. Haben wir jetzt... Doch, den haben wir Nee, der hat doch hier so eine Musik gespielt, so eine komische Musik. Genau. Es ist gerade nachts. Dementsprechend sieht das hier oben in den Laternen sehr, sehr nice aus. Das hier ein Trainer? Nee. Halte mal kurz inne, Lakai. Deine Stunde hat geschlagen. Du bist der 1000. Trainer, der mir über den Weg läuft. Nach 999 Siegen wird dieser Kampf die Krönung meiner Karriere. Kämpfen! Ui. Der macht Clara an. Ich wollte kurz schauen, wegen Team. Michelle ist momentan vorne. Ich wechsle mal zu René, weil es kann jetzt alles dran kommen. Und da ist René so gesehen der Allrounder. So, dann let's go. Schön, dass man sich hier nochmal entscheiden durfte. Scheint jetzt ein härterer Kampf zu werden. 2 Pokémon, okay. Ein Fermi, was? Okay. Fermicula. Käfer wahrscheinlich. Hat er nur einen 2-Typ? Weiß es nicht. Ich probiere mal Metallklaue. Okay. Dann wehrt das ab. Wow. Okay. Warte, wenn das Käfer ist, dann wechsle ich mal zu René. Nicht zu René, sondern zu Finn. Finn kann dann eine schöne Feuertacke einsetzen. Ja, Käferbiss ist nicht sehr effektiv. Macht aber trotzdem viel Schaden. Ja gut, war ein Volltreffer. Ja, natürlich. Oh, Eisenschädel. Ist auch nicht sehr effektiv. Ist der Stahlkäfer zufällig? Wenn ja, dann 4 Vorschwächer. Uiuiui. Level up für Finn. Sehr schön. Und Level up für René. So, Lucario wird jetzt eingesetzt. Kämpfe ich mal weiter, allerdings braucht Finn erstmal kurz noch einen Hypertrank oder so. Ja, bis vor kurzem war Finn noch relativ weit unten von den Leveln her bezüglich den anderen, aber mit am niedrigsten. Jetzt ist er am höchsten. Nur beim Lucario ist Finn halt auch sehr, sehr gut dran, weil die Kampfattacken haben keine Wirkung und Stahlattacken sind nicht sehr effektiv. Daher, ja, er pusht seinen Angriff stark. Vielleicht kann er auch nichts anderes einsetzen, weiß ich nicht. Okay, fast besiegt. Nochmal Schwertanz. Angriff ist auf Maximum, bedeutet, würde er jetzt angreifen. Uiuiui, das wäre überhaupt nicht gut, aber er ist weg. Sehr schön von ihm gemacht. Wunderbar. So. Schon bitter. 2 lange Jahre habe ich an einem Kampfrekord gestrickt. Und dann kommt ein Pimp wie du daher, der all meine Träume zunichte macht. Auch von sowas lasse ich mich doch nicht entmutigen. Ich fange von vorne an. 1000 Siege in Folge sind kein Problem. Gegen dich kämpfe ich aber nie wieder. Oh, der Arme, der Arme.
So, ich gehe mal kurz wieder hier ins Haus, nochmal Pokémon heilen. Wenn es diese kostenlose Variante hier schon gibt, dann nehme ich das doch sehr gerne. Jetzt müssen wir hier über die Brücke, über zur nächsten Route. Gibt es hier allerdings noch ein paar Trainer? Ui, sieht aber sehr, sehr schön aus. Ja, es scheint noch ein paar Trainer zu geben. Michael, komm du mal nach vorne. Nee. Tralala, 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 okay. Ich höre von irgendwoher diese traurige, aber irgendwie auch unbeholfene Stimme. Vielleicht ein Gespenst? Aber es ist ja der Typ da unten, der singt. Moment mal, da hinten gibt es auch noch mal ein paar Trainer. Da müssen wir auch noch hin. Wenn mich da nur jemand groß sieht, drei Mahlzeiten und einen Mittagsschlaf. Komm, komm, komm. Jetzt, nein. Ah, Piklente, folge mir. Dafür habe ich jetzt hier gewartet. Okay. Erfahrene Pokémon, jüngere Pokémon, wo etwas beibringen und sie trainieren. Ah, könnte durchaus möglich sein. Hallo. Ja, sehr erfreut. Aber genug der langen Vorstellung. Lass uns kämpfen. Allzeit bereit. Oh, cool. Pokémon-Kämpfe mag ich natürlich. Dementsprechend. Jo, kämpfen wir. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich dann nach der Brücke, sobald ich hier im Brückenbereich alles erkundet habe, sogar schon zur Route 14 gehen soll. Meine sogar ja. Bedeutet hier die Route 11 oder 10 oder welches das auch sein wird, werde ich noch nicht machen. Erst später. So, Erdkräfte ist eine neue Attacke von uns, die hier in dem Fall auch sehr effektiv ist und ja, auch ein Volltreffer war. Sehr schön. Das ist echt ein toller Trainer. Ja, danke sehr. Ich bin so scharf auf die Dorf-Sandwiches. Ich komme jeden Tag her und esse welche. So siehst du auch aus. Gibt es denn was Süßeres als Pokémon, die sich richtig die Backen vollstopfen? Ich bin so froh, dass ich hier zusammen mit meinem Pokémon essen kann. Essen ist immer lecker. So, ab ins dritte Haus hier. Ich werde Steinmetz, wenn ich groß bin, genau wie mein Opa. Jawohl, mit kräftigen Pokémon an meiner Seite geht das auch als Mädchen. Die Dorfbrücke hier hat mein Urgroßvater gemeinsam mit allen in Stripoli errichtet. Eine Meisterleistung. Also schon sehr, sehr alt. Hätte Team Plasma alle Menschen erfolgreich getäuscht und ihre Pokémon weggenommen, wäre es jetzt nicht mehr möglich, solche Brücken zu bauen. Menschen und Pokémon, dieses Band kann man dann nicht so einfach zerschneiden. Ich mit Zerschneider, hahaha. Okay, das war sehr, sehr unwitzig. So, hier gibt es noch weitere Pokémon. Ich weiß noch nicht, habe ich schon bei der Dorfbrücke nachgeschaut, was es hier für Pokémon generell zu fangen gibt? Ich glaube noch nicht. Dann werde ich das gleich auch noch nachholen. Weil erstmal kämpfe ich gegen diesen Trainer, der nicht gegen mich kämpfen will anscheinend. Doch, jetzt. Gut. Ja, weiter kann ich mal kurz zu Pukiwiki wechseln. Da. Ja, komm. Hier. Dorfbrücke. Pokémon. So, ein Sandama kommt. Da könnten wir doch direkt eine Bodenattacke ausführen, oder nicht? Ich probiere es einfach mal. Im hohen Gras findet man zu 35% jeweils einen Enteron oder einen Marill. Dann zu 15% entweder ein Senku oder ein Vipitis. Im normalen hohen Gras halt einfach. Dann im dunklen Gras dasselbe. Im raschenden Gras zu 75% ein Ordort, zu 10% jeweils ein Emolga oder ein Dummiesel und zu 5% ein Azumarill. So, gleich geht's weiter beim nächsten Trainer. Ein bisschen Geduld. Hier muss noch irgendwo ein Item sein. Ein Top-Ether. Oh, geil. Nehme ich doch gerne. So, hier gibt's Item, Hyperball. Hast du einen Trainer da? Hey du! Das Ding ist mein Ein und Alles. Willst du der Stimme meiner Seele lauschen?
Au. Das klingt nicht schlecht. Das klingt sogar sehr, sehr gut. Wow. Bin beeindruckt. Merkt ihr vielleicht gerade, dass ich beeindruckt bin? Ey! Hä? Ich bin hier am Üben, also raus mit dir und zwar schnell. Finde das gerade sehr interessant. Hier mit der Musik. Hier spielt noch jemand. Da gibt es hier ein AB Plus, geil. Fällt es dir, dieser Klang? Spürst du, wie er das Herz ergreift? Schreib mich gerade an. Hä? Schreib mich gerade an. Da. Diese Musik richtig geil. Ich weiß nicht, wie ihr die findet, aber irgendwie, die hat irgendwas. Lass mal kurz hier schauen, ich glaube, das sind Trainerhaken. Schutz will ich erstmal nicht einsetzen. Ja, das sind Trainer. Oh, jetzt ist die Musik weg. Oh, ein Dreierkampf. Wow, drei Elektro-Pokémon. Gut, dass wir Michelle hier haben. Allerdings ist Michelle auf dem falschen Platz. Generell, ich bräuchte jemanden mit Schwebe. Wie viele Leute haben wir mit Schwebe überhaupt? Wir hatten Luke und Finn sozusagen. Okay, wir bereiten uns jetzt vor. Und zwar, nein, 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 nein. Bewegen in die Mitte. Da Pokémon. Finn einerseits. Und einerseits Pokémon Luke. Weil ich möchte. Nee, wir haben doch kein Erdbeben. Scheiße. Was mache ich denn? Wir haben natürlich kein Erdbeben. Ich wollte nämlich jetzt so schön Erdbeben auf alle einsetzen. Und das ist in der Mitte so. Okay, Verteidigung sind stark. Donnerschlag. Ey. Wow, wow, wow. Vorsichtig hier sein. So, Inferno trifft nur ein. Machen wir mal Funkenflug auf das Edetech. Das ist auch am gefährlichsten, daher will ich das zuerst besiegen. So, hier mal Knirscher. Ach nein. Das ist jetzt so unnötig, dass Finn hier besiegt wird. Sehr, sehr unnötig. Ja gut, gegen Finn, gegen Luke macht das kaum Schaden. Gegen Michelle hat es keine Wirkung. Ich habe halt falsch gedacht. Ich wollte schön Erdbeben einsetzen. Das wäre so geil geworden. Wow, fast besiegt. Wen können wir denn dann einsetzen? Komm, René, komm du. Komm du, komm du. Auf ein neues, auf ein neues. So, das heißt jetzt erstmal Kraftwelle auf das Elatec. Obwohl, nein, 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 nein. Kraftwelle auf das Elekid. Erdkräfte auf das Elekid. Und er setzt Knirsche auf das Elatec ein. Und Michelle senkt sich die Verteidigung.
Sehr schön, René. Wunderbar. Eins ist weg. Jetzt mal kurz lauter EP an fast das ganze Team. Gut, da macht es kaum Schaden immerhin. Das müsste jetzt so weg sein. Aber mit der Erdkräfte ist Micha jetzt ordentlich gut dran. Was? Ist nicht ganz weg? Okay. Gut, sind halt auch nochmal zwei Level höher als wir. Aber trotzdem. So, ja gut, René, du kannst nur Schwertanz einsetzen. Hier möchte ich jetzt auch keine so starke Attacke einsetzen. Okay, Donnerblitz. Das juckt Luke natürlich einen Feuchten. So, 239 überall. Aber kein Level up, schade. Hätte ich gerne gehabt. Oh, die Musik spielt weiterhin wunderbar. Finn ist zwar besiegt und Luke hat kaum KP, aber trotzdem kämpfen wir mal hier weiter. Nochmal ein Dreierkampf? Nochmal ein Dreierkampf jetzt. Wow. Bei Feuer-Pokémon. Da ist Michael natürlich wieder an der richtigen Stelle. Na gut, fast an der richtigen Stelle. Michael müsste eigentlich nur noch in der Mitte jetzt sein, aber egal. Wir können auch von dort aus jetzt angreifen. So, ja gut, René. Will ich jetzt hier mal lieber auswechseln. Ah, jetzt wo ich Finn eigentlich bräuchte. Jonas kann ich nicht einwechseln. Jetzt bräuchte ich eigentlich Finn. Na gut, wir versuchen's. Feuerschlag auf Nico, okay. Na, natürlich ein Volltreffer, natürlich. War ja klar. Oh nein, Sonnentag, das ist natürlich sehr, sehr schlau. Man, drei. Warum setzt der zweimal Sonnentag ein? Das ist ein bisschen dumm von ihm. So, jetzt. Ja, ich werde Luke einsetzen. So, nochmal Erdkräfte. Das Magma. Er braucht mal eine Heilung. Lol, wir haben sogar schon einen Top-Trank. Interessant. Warum wir ja noch gar nicht? So, hier ein Trank und da nochmal Kraftwelle auf das Magma. Ja, war klar, dass jetzt auch sowieso Luke angegriffen wird. Alter! Ist das euer Ernst jetzt hier? So. Ah, Flammkörper. Ja gut, nach diesem Kampf werde ich sowieso mal zurückrennen. Zu diesem Haus und werde einfach mal heilen gehen. Gut, Flammenwurf, mach ruhig. Juckt mich. Ganz schön dolle. Ah, auf René. Muss es sein? Komm, René, das hältst du durch. Ja, natürlich. Ist halt sehr effektiv. Okay, das Magmi da ist auf jeden Fall jetzt weg. Oder? Ja, doch, wunderbar. Haben wir überhaupt jetzt noch ein Pokémon, was wir einsetzen können? Ja, natürlich, Jonas. Ja, tausch. Das ist gerade ein Bug oder ich komme hier gerade nicht mehr raus. Ach so, okay. Hä? Was ist das jetzt so? So, mit ihm können wir leider nichts machen. Wir können nur bewegen. Doch, Rücke. Ich hoffe mal, Jonas ist schneller als Michael. Ja, doch. Okay. Oh. Ich hatte eben kurz Angst, dass, die Musik wieder. Dass ich gerade in einer Endlosschleife gefangen bin.
So, du bist kein Trainer? Nee. Übung macht den Meister, doch auch ein Meister muss regelmäßig üben. Das stimmt. Das stimmt. So, wir gehen jetzt wieder zurück zum Haus, heilen uns. Lauschen der Musik weiter. Denn wir wollen jetzt erstmal zur anderen Route. Jetzt hier drinne ist die Musik. Wow. Die Musik. So geil. Hey Leute, ohne Scheiß, ich würde mich am liebsten jetzt nicht einfach AFK hinstellen und die ganze Zeit die Musik im Hintergrund laufen lassen. Aber eigentlich will ich jetzt zur Route 14 ist das, oder 13? 14. Hier werden wir dann nochmal neu hingehen. Dorfbrücke, stimmt, bei der Dorfbrücke habe ich jetzt noch nicht alles genannt. Ich werde das kurz machen. Per Superangel kriegt man noch zu 70% Kanivana und zu 30% Barschuft. Per Surfen kriegt man dasselbe. Nee, andersrum halt. Nee, auch nicht ganz. Zu 70% Barschuft und zu 30% Merwolf. Dann per Pokémon-Schatten bei der Superangel. Zu 60% Kanivana, zu 10% Tohido, zu 30% Barschuft. Und per Pokémon-Schatten beim Surfen zu 30% Barschuft, zu 60% Merwolf. 5% Azumarill und ganz interessant zu 5% Lapras. Okay. Dann wollen wir mal kurz hier zur Route 14. Und dort werden wir dann auch im nächsten Part weitermachen. Denn ich werde den Part jetzt hier beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Viel Spaß euch noch. Und bye bye. Die Musik ist weg. Schade. Ciao. No.